Mein Name ist Bernd und ich möchte in diesem Video mit euch einmal darüber reden, was mir in 20 Jahren Schauspielerei alles so von Regisseuren und von anderen Schauspielern auch vorgesetzt wurde. Neben den Regisseuren gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Schauspieler untereinander sich gegenseitig etwas vorsetzen, was so nicht im Skript drinsteht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ein Schauspieler hat einfach einen Texthänger oder er möchte seinem Kollegen einen Scherz einbauen und ihnen den gerne vorspielen. Oder aber bei einigen Theatern wird auch so etwas wie die Deniere ein bisschen umgebaut und dort werden dann Scherze eingebaut von Schauspielern für Schauspieler. Und auf diese Dinge möchte ich auch einmal Stück für Stück in diesem Video mit euch zusammen drauf eingehen. Vor 12 Jahren habe ich an einem Stück mitgespielt, Die kleine Hexe. Dort kam der Regisseur auf die Idee, es wäre doch gut, wenn die kleine Hexe einen bösen Jungen bestrafen könnte, um zu zeigen, dass sie die Gute ist und er der Böse. Was könnte man mit dem Jungen machen? Richtig, man könnte ihn an einem Baum hängen lassen, beziehungsweise man könnte ihn schweben lassen, bis er so viel Angst bekommt, dass er freiwillig sich entschuldigt. Aber wie setzt man Schweben auf der Bühne um? Der Regisseur kam da auf eine ganz einfache, schnelle Idee. Man könnte natürlich über das Trasssystem, was über die Bühne eingebaut gewesen ist, ein Seil herunterlassen, das farblich so anpassen, dass man es nicht sieht und den Schauspieler daran baumeln lassen. Das bedeutet aber im Klartext, dass man eine komplette Kletterausrüstung unter seinem Kostüm hatte, das die ganze Zeit tragen musste und dass man dann kurz vor dieser Bestrafungsszene eingeklinkt und aufgehängt wurde. Das war sehr interessant, vor allem, weil man bei dem Schweben, durch diesen Regisseur gewünscht, auch in verschiedenen Höhenlagen schweben sollte. Und das konnte man nur machen, indem ein zweiter Schauspieler hinter der Bühne das Seil angezogen oder nachgelassen hat. War eine gute Idee, bis der Schauspieler einmal nicht in der Lage gewesen ist, mich zu halten und ich aus 1,5 Metern Höhe auf die Bühne geschlagen bin. War nicht sonderlich toll, aber auch sowas kann natürlich passieren. Einige Jahre her, da habe ich den Baron von Münchhausen gespielt und der Baron von Münchhausen hat eine ganz berühmte Szene, der Ritt auf der Kanonenkugel. Das wollte der Regisseur natürlich ebenfalls umsetzen, hatte allerdings nicht die Möglichkeiten, tatsächlich jemanden durch den kompletten Bühnensaal schweben zu lassen. Also kam er auf die Idee, ein bisschen mit Licht herum zu experimentieren und wir hatten eine Kanonenkugel, die wiederum in der Kanonenkugel war ein Fahrradsitz eingebaut und dieser Fahrradsitz war an einer Metallstange befestigt, die ein wenig dehnbar und elastisch war. Das heißt, man konnte sich auf diese Kanonenkugel raufsetzen und konnte dann ein bisschen nach rechts, nach links schwingen, vorzuschwingen, zurückschwingen. Das war seine Idee und mit dem Licht hat man auch tatsächlich diesen Stab nicht gesehen und fürs Publikum, die teilweise sogar nur 1,5 Meter davor saßen, hatte es das Gefühl, als würde man schweben. Soweit, so gut die Idee. Während den Vorstellungen ist es allerdings passiert, dass sich die Stange gelöst hat und bei einer Vorstellung kam sie auf die Idee, durch den Fahrersitz durchzustechen, ging dann natürlich auch durch das Kostüm durch. Es war eine sehr prekäre und sehr interessante Art und Weise, meinem Arzt zu erklären, woher denn im Oberschenkel das Moloch stammte. Auch sowas kann natürlich passieren, wenn die Technik mal versagt. Etwas, was nicht mich getroffen hat, sondern eine Kollegin von mir, liegt schon auch schon ein paar Jahre zurück. Da haben wir das Dschungelbuch gespielt. Und beim Dschungelbuch hatten wir einen auf- und abgehenden Mond an der Bühne installiert. Er konnte hoch und runter gezogen werden von eben jener Schauspielerin, die ich gerade schon angesprochen hatte. Und der hat sich einmal verhakt. Und sie ruckelte und ruckelte und wollte gucken, wo der Mond bleibt und ging dann natürlich hin und versuchte nachzuschauen, wo er steckte. In dem Moment löste sich der Mond und rauschte runter und traf meine Kollegin direkt oben auf der Nase. Es kam, wie es kommen musste, die Nase war angebrochen, es floss Blut ohne Ende. Das Dumme war nur, sie hat gleichzeitig Schirkan gespielt und musste kurz danach auf die Bühne rauf. Eben schon angesprochen, das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch selbst war ein sehr, sehr lustiges und aber auch gleichzeitig sehr anstrengendes Theaterstück, was ich gespielt habe, Shere Khan. Ich selbst war Baloo und wir hatten eine Szene am Ende, wo Baloo mit Shere Khan in einen Kampf verwickelt wird. Und der Regisseur wollte, dass
Baloo Shere Khan am Schwanz packt, ihn ein bisschen durch die Gegend zieht und ihn dann aus der Bühne herauszieht in einem Kampfgetümmel. Das haben wir mehrfach geprobt. Die Kostüme haben auch immer standgehalten. Shere Khan war in diesem Fall eine Frau und ich als Baloo, wir haben ganz normal miteinander gekämpft, bis es plötzlich im Kampf Ratsch machte. Was passierte? Baloo hatte den Schwanz von Shere Khan in der Hand, aber nicht nur den Schwanz, sondern auch ein Teil des Kostüms. Es war ein bisschen schwierig, den Kindern zu erklären, warum Shere Khan einen pinken Stringtanga getragen hat. Wir haben das versucht, so gut es geht, zu kaschieren und haben sie dann einfach nur rausgeschoben. Auch sowas kann natürlich passieren, sorgt immer wieder bei Publikum für Gelächter, aber auch Schauspieler haben dann das Problem, tatsächlich ernst zu bleiben bei solchen Sachen. Vor einigen Jahren habe ich mal die kleine Meerjungfrau gespielt. Da war ich der Prinz und habe am Ende natürlich die kleine Meerjungfrau bekommen. Das Stück war zu Ende, wir gingen nach unten und wollten die Kinder, vor denen wir gespielt haben, verabschieden. Der Mann der kleinen Meerjungfrau kam nach draußen, wollte seiner Frau Hallo sagen und sie beglückwünschen, dass sie so ein gutes Stück abgeliefert hat. Er umarmte sie und küsste sie. Innerhalb der nächsten 5 Minuten kamen mehrere Kinder zu mir, die mir ganz leise teilweise zuflüsterten: Du, deine Freundin, die betrügt dich, und zeigten auf die kleine Meerjungfrau. Bei so etwas dann natürlich ernsthaft zu bleiben, oh, wir mussten in der Rolle bleiben. Allerdings da tatsächlich dann nicht in Gelächter auszubrechen, war schon sehr schwierig. Kinder können halt süß sein, gerade wenn sie ehrlich sind. Beim Theaterstück Däumelinchen habe ich am Ende einen Vogel gespielt, der das kleine Däumelinchen rettete. Um das zu simulieren, ist das Däumelinchen auf meinen Rücken geklettert. Wir sind einmal durch das Publikum geflogen. Währenddessen wurde die Bühne umgebaut. Und kurz vor der Landung, als Däumelinchen runterspringen wollte, blieb sie in meinen Schuhen, die große Füße darstellten, hängen und ich verlor meinen Fuß als Vogel und humpelte dann auf die Bühne. Ein Kind war allerdings so aufmerksam, nahm meinen Fuß, brachte mir den Fuß und sagte: Du bist verletzt, hier ist dein Fuß, und reichte mir während der laufenden Vorstellung den Fuß. Schwierig, ernst zu bleiben, nicht zu lachen, obwohl das Publikum in ein schallendes Gelächter ausbrach. Mehr als sich bei dem Kind dann zu bedanken, den Schuh wieder anzuziehen oder den Fuß wieder anzulegen und weiterzuspielen, bleibt einem dann tatsächlich leider nicht übrig. Kommen wir nun zum Thema die letzte Vorstellung, die Deniere. Es gibt etwas an sehr vielen Theatern, das nennt sich Denieren Scherze. Das sind Scherze von Schauspielern für Schauspieler und die können teilweise ziemlich böse ausarten. Hier ein paar kleine Beispiele von dem, was mir vorgesetzt wurde in 20 Jahren. Ich habe einmal einen englischen Adelsmann gespielt, der von seinem Butler einen Brief überreicht bekam. Diesen Brief habe ich dann gelesen und habe die Antwort meinem Butler mitgeteilt, der dann einen Folgebrief schreiben sollte. So weit, so gut, so lief es die ganze Zeit bei unseren 65 Vorstellungen. In der allerletzten Vorstellung kam der Butler allerdings auf eine ziemlich gemeine Idee, denn er wusste, ich hatte den Brief nie auswendig gelernt, sondern habe den einfach nur vorgelesen. Also, was tat er? Richtig. Er hat den gesamten Brief spiegelverkehrt und in spiralförmig, kleiner werdend, aufgeschrieben und hat mir diesen Brief überreicht. Ich öffnete den Brief, schaute drauf und bemerkte dann, ich kann es nicht lesen, hatte den Brief aber auch nicht im Kopf. Wie löst man sich jetzt daraus? Richtig. Man sagt seinem Butler einfach: Verzeihung, ich habe meine Brille nicht dabei, lies bitte den Brief vor und reicht ihn weiter. Da blieb ihm dann tatsächlich nichts anderes übrig, als den Brief vorzulesen. Er hatte ihn allerdings vorbereitend bereits komplett auswendig gelernt. Damit konnte der Scherz dann aufgelöst werden. Das ging tatsächlich an den Absender einmal zurück. Ein weiterer Scherz, an den ich mich ziemlich gut erinnern kann, den haben wir damals in Zwergnase gespielt. Das Küchenpersonal hatte ihre eigene Szene. Wir waren da drin nicht vorgesehen, also ich und mein Spielpartner. Und die haben sich in der Küche darüber unterhalten, was man als nächstes für uns kochen könnte. Und
Es wurde mehrfach darauf angesprochen, dass das Küchenpersonal große Angst vor Krabbeltieren hatte, weil später unter anderem auch Käfer serviert wurden. Also kamen wir auf die Idee, wir besorgen uns lebensgroße Kakerlakenkostüme und treten in dieser Szene einmal auf. Gesagt, getan, letzte Szene, das Gespräch startete und sie haben sich darüber unterhalten, wie eklig doch Käfer seien. In dem Moment kamen zwei riesige Kakerlaken auf die Bühne, machten sich über das Essen im Hintergrund her. Die haben es natürlich mitbekommen, sind in totale Panik ausgefallen. Eine Schauspielerin wusste sich tatsächlich nicht besser zu helfen, als auf der Bühne in Ohnmacht zu fallen. Und die zweite rannte schreiend von der Bühne. Und wir haben dann ganz gemütlich das Essen eingepackt und sind von der Bühne marschiert. Ein weiterer Scherz in der letzten Vorstellung, was wir damals bei Jack und die Zauberbohne machten. Ich durfte einen der Riesen spielen. Und ein sehr böser Scherz ist es gewesen. Jack hat mich bestohlen. Ich bin ihm hinterhergerannt. Und beim Runterklettern der Ranke hatten wir ein kleines Streitgespräch. Und ich sagte bei diesem Streitgespräch einfach, wenn ich dich erwische, dann mache ich dich zu Schaschlik. Das stand natürlich nicht im Skript, sondern dieses Ich mache dich zu Schaschlik hatte ich dann einfach so eingebaut. Womit ich nicht gerechnet hatte, waren die Kinder in den ersten Reihen, die dann anfingen, den kleinen Jack anzurufen, Schaschlik, Schaschlik, Schaschlik. Er musste allerdings natürlich ernst bleiben und die Szene weiterspielen. Im Endeffekt haben wir es geschafft, die Ranke wurde niedergeschlagen und der Riese wurde besiegt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wo man gar nicht weiß, wer diese Scherze gemacht hat. In einem Stück zum Beispiel musste ich immer einen Kochtopf öffnen, meine Nase hineinstecken und dann immer einen tiefen Atemzug rausnehmen. Also kamen meine Kollegen bei fast jeder Vorstellung auf die Idee, in diesen Kochtopf unterschiedliche Dinge reinzulegen. Mal war es ein stinkender Käse, mal war es eine getragene Socke, mal haben sie unterschiedlichste Parfümarten reingesprüht. Und das Schlimmste, was mir tatsächlich einmal unter die Nase kam, das war ein Fisch, den sie eine Woche lang außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt haben, den sie dann da reingetan haben. Das war tatsächlich die letzte Vorstellung. Es war sehr schwierig, unter diesen Umständen natürlich ernst zu bleiben. Aber das haben meine Kollegen auch in diesem Stück dann wieder zurückbekommen. Wie ihr bei den Erzählungen sicher schon feststellen konntet, kann man im Theater ziemlich viel Spaß haben, wenn Regisseure und Intendanten das zulassen. Natürlich immer unter dem Aspekt, man darf das Stück nicht sprengen, es muss ganz normal zu Ende laufen und die Scherze dürfen das Stück nicht verändern. Ich habe zum Beispiel längere Zeit in einem Kinder- und Jugendtheater gearbeitet, wo es explizit erwünscht gewesen ist, dass man als Schauspieler in Interaktion mit dem Publikum tritt. Manchmal waren das nur kleine Fragen, manchmal waren das ganze Sätze, manchmal haben wir explizit auch darauf gewartet, was das Publikum uns reinwirft, damit wir das dann im weiteren Stückverlauf einmal einbauen und über die einzelnen Szenen mitnehmen. Da sind auch ziemlich viele lustige Sachen entstanden und davon möchte ich euch jetzt einige auch gerne mal vorstellen. Das Theaterstück Die kleine Meerjungfrau. Ich habe den Prinzen gespielt und man hat mir einen Matrosen an die Seite gestellt, der mir die Welt erklären sollte, da ich als gut behüteter Prinz keine Ahnung hatte, wie die Welt funktioniert. Unter anderem wusste ich noch nicht mal, was man für ein richtig gutes Rendezvous braucht. Und da hatten wir dann die perfekte Möglichkeit, da mein Matrose es auch nicht wusste, fragen wir doch einfach das Publikum. Wir gingen also zum Publikum und fragten das Publikum, nennt uns bitte drei Sachen, die man für ein richtiges Rendezvous, also für ein Date, braucht. Das erste Kind sagte, ja, wenn ihr tanzen wollt, dann braucht ihr gute Musik. Wir sagten, ja, gute Musik, das klingt doch schon mal ansprechend. Das zweite Kind sagt, ja, trinken, Rotwein. Gut, trinken ist wichtig. Rotwein vielleicht nicht das Richtige, gerade nicht in einem Kindertheater, aber gut, alles klar, nehmen wir auch noch mit Getränke. Und dann kam ein kleines fünfjähriges Mädchen, meldete sich und sagte, Kondome. Das sorgte dafür, dass die nächsten 5 Minuten das gesamte Publikum in schallendes Gelächter ausbrach, die Mutter des Mädchens in ihrem Sitz in sich zusammengesunken ist und nicht mehr aufzufinden war und wir uns auf die Unterlippen und sonst irgendwo drauf beißen mussten, um nicht in schallendes Gelächter auf der Bühne auszubrechen. Wir haben versucht, es einigermaßen so gut es geht zu retten. Die Kondome haben wir natürlich nicht mit in das Stück übernommen, allerdings die restlichen Sachen natürlich schon. Essen, Getränke und ein bisschen Musik. So etwas kann allerdings tatsächlich auch passieren.
Wo es allerdings tatsächlich wirklich schwierig wird, ernst zu bleiben, ist es, wenn die Technik sich gegen Schauspieler verschworen hat. Und das hat einmal einen Kollegen von mir erwischt. Er war knapp 2 Meter groß, hat den Tod gespielt, ein schwarzes Kostüm, wie man es natürlich kennt, mit einer Sense und sollte ganz normal auftreten, hatte auch dementsprechend immer seinen passenden Soundtrack, mit dem er auftritt. Nur in der allerletzten Vorstellung, da war der Soundtrack dann doch ein anderer und ja, wie sollte es anders sein? Es war der Soundtrack von Darth Vader aus Star Wars. Auch schöne Technikscherze sind es, wenn man als Zauberer einen großen Zauber performt, wo eigentlich ein Flammenstoß rauskommen soll und dann nichts passiert, außer ein kleines Puff und ein wenig Konfetti herausfällt. Das ist nicht gerade sehr hilfreich, aber man muss damit arbeiten. Sowas kann natürlich auch bei letzten Vorstellungen passieren, wenn die Technik sich gegen euch verschwört. Ebenfalls im Stück der kleinen Meerjungfrau, direkt zu Beginn, hatten wir eine Szene, wo wir mit einem Boot aufgetreten sind, ich und mein Matrose. Und wir kamen normalerweise immer singend auf und haben dann das Stück damit eingeleitet. Und in der allerletzten Vorstellung kamen wir auf die Idee, lass uns doch mal was anderes singen. Und wir kamen dann natürlich auf die Idee, an der norddeutschen Küste zu performen, aber auch noch in einem schönen plattdeutschen Dialekt. Hat dem Publikum ziemlich gut gefallen, war ein sehr guter Scherz, kam auch hervorragend an. Und das war einer der Scherze, der wurde auch bei allen weiteren Vorstellungen, die danach kamen, bei der Wiederaufnahme des Stückes einige Jahre später, das wurde so übernommen. Das Schlimmste, was allerdings passieren kann, ist tatsächlich, wenn die Intendanz sich genötigt fühlt, ebenfalls in die letzte Vorstellung mit einzugreifen und Scherze einzubauen. Denn dann kann es passieren, dass komplett neue Rollen in diesem Stück auftauchen, die vielleicht verbal im Text angesprochen wurden, aber die so nie aufgetreten sind, sondern die einfach nur in Textzeilen umrissen wurden. Und wenn sowas natürlich passiert, das ist dann schon schwierig, damit umzugehen, weil plötzlich hat man dann eine komplett neue Person, wo man keine Textzeilen für hat, mit der man aber auf der Bühne umgehen muss. Auch sowas mehrfach passiert, allerdings ein bisschen schwierig im Kontext zu erklären. An eine Sache erinnere ich mich nach 20 Jahren immer noch liebend gern zurück. Wir haben damals für Kindergärten gespielt, hauptsächlich so für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren. Das Stück selbst war schon abgespielt, die Kinder hatten das Theater verlassen, saßen draußen in ihrem Bus und wollten wieder zur Kita zurückfahren. Wir waren nur noch mit dem Intendanten allein im Theater. Dann kam plötzlich eine Kindergärtnerin vollkommen aufgeregt ins Theater reingebrochen und sagt: Ah, uns fehlt ein Kind, uns fehlt ein Kind. Und der Regisseur und gleichzeitig zu dem Zeitpunkt Intendant antwortete vollkommen trocken: Eins behalten wir immer. Yum, yum. Der Blick und die Reaktion von dieser Kindergärtnerin waren einfach nur göttlich. Das lässt sich nicht beschreiben. Man muss sich das einfach nur vorstellen, dass eine vollkommen aufgelöste Frau, die ein Kind vermisst, diese Antwort vorgesetzt bekommt: Eins behalten wir immer. Wie so ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Der Intendant hat sich bei der Dame natürlich entschuldigt. Wir haben das Kind gesucht. Wir haben es dann auch relativ schnell gefunden. Es hatte sich einfach nur versteckt und nicht mitbekommen, dass die Kita abreisen wollte. Also alles aufgelöst, aber eine Anekdote für 20 Jahre, die höchstwahrscheinlich auch in dem Theater noch weitere 20 Jahre erzählt werden wird. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt natürlich auch unten die Kommentarfunktion einmal nutzen, um mir zu sagen, welche der Geschichten euch am besten gefallen haben. Falls ihr natürlich Rückfragen haben solltet oder ein weiteres Anekdotenvideo haben möchtet. Ich habe noch eine ganze Menge davon. Ist tatsächlich ein bisschen länger als normal, aber wenn ihr es wünscht, kann ich gerne dazu ein Video machen. Ganz wichtig natürlich, ich fände es sehr cool, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Also, ich sage dann mal bis zum nächsten Mal.